Moin, der Barry hier. Willkommen zurück. Mit der neuen Season können wir jetzt wieder zwei alte Battle Pass Waffen freischalten, und zwar aus der Season 3. Einmal die PPSH, die MP, und die Schweizer K31, die Sniper. Wie das Ganze funktioniert, was wir dafür machen müssen, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Ihr geht dafür hier oben auf Waffen, Ausrüstung bearbeiten, wählt irgendeine Klasse aus, dann zum Beispiel hier oben auf Primärwaffen und dann unter MPs. Da haben wir einmal die PPSH, und zwar hier. Erreiche in 15 verschiedenen abgeschlossenen Spielen drei Abschüsse mit MPs direkt nach dem Sprinten. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch gleich in-game. Ihr müsst natürlich dafür irgendeine der MPs hier ausrüsten, damit ihr die Aufgabe machen könnt. Ich werde das Ganze hier mit der Milano machen. Ich habe die MPs leider noch nicht so hochgelevelt. Ich habe das Ganze so gebaut, dass die Waffe ziemlich mobil ist. Als kleiner Tipp, zum Beispiel hier beim Schaft habt ihr den Marathonschaft, der Sprinten-Schießen-Wechseldauer gibt. Der macht das Ganze nochmal einfacher, wenn ihr nach dem Sprinten schießen wollt. Deswegen würde ich sowas auf jeden Fall mitnehmen. So, jetzt kommen wir zu der Sniper, zu der Schweizer K31. Dafür geht ihr auch wieder auf den Waffen. Dann Scharfschützengewehre. Dann scrollt ihr runter und dann habt ihr hier schon die Schweizer K31. Hier müssen wir töten 15 verschiedenen abgeschlossenen Spielen mit einem Scharfschützengewehr je zwei Feinde per Kopfschuss. Wichtig dabei ist auf jeden Fall, ihr müsst ein Scharfschützengewehr dabei spielen. Wählt eins der Scharfschützengewehre hier aus, ist egal welches. Dann könnt ihr die Aufgabe dementsprechend machen. So, jetzt sind wir hier einmal in-game. Hier könnt ihr das Ganze jetzt einmal sehen. Wichtig ist, bevor ihr immer einen killt oder beziehungsweise es versucht, dass ihr den Sprint anwendet. Den Taktik-Sprint könnt ihr auch verwenden. Hauptsache, ihr sprintet immer. Dann müsst ihr das Ganze insgesamt dreimal machen. Hier im Beutegeld ist das eigentlich relativ einfach, da man respawnen kann. Und man hat eigentlich immer genug Gegner, wo man sich auch mal anschleichen kann, wie hier zum Beispiel. Danach könnt ihr dann aus dem Sprinten den einfach abschießen. Und somit kriegt ihr dann die Kills ganz einfach zusammen. Hier habe ich jetzt einmal die Sniper-Abschüsse für euch. Das sollte man auch schaffen. Zwei Headshots in einer Runde. Ihr habt ja lang genug Zeit. Die Runden gehen teilweise 20 Minuten und das sollte auf jeden Fall machbar sein. Nachdem ihr die Abschüsse gemacht habt, könnt ihr auch zum Beispiel eure Lieblingswaffen wieder spielen. So, jetzt nachdem ich die eine Runde gespielt habe, seht ihr jetzt, habe ich 1 von 15. Hier steht auch abgeschlossene Spiele. Das heißt, ihr müsst die Spiele zu Ende spielen. Ihr dürft nicht liefern vorher. Vorteil an Beutegeld ist auch, wenn ihr zum Beispiel beide Waffen auf einmal freischalten wollt, könnt ihr das beides zusammen in einer Runde machen. Ich habe das ja auch gemacht und hier könnt ihr sehen, habe ich jetzt auch 1 von 15. Das würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, dass ihr dann beide Waffen zusammenspielt. Macht ihr auch eine Sniper- und eine MP-Klasse, dann habt ihr keine doppelte Arbeit, dann macht ihr das so gesehen in 15 Runden fertig und dann seid ihr durch damit. So, jetzt sind wir im Black Ops Cold War Multiplayer. Hier funktioniert das genauso wie in Warzone. Hier geht ihr oben auf Waffen, Klasseneditor, wählt euch eine Klasse aus, bearbeitet die, MPs, dann haben wir hier unten einmal die PPSH. Reichen 15 verschiedenen abgeschlossenen Spielen, drei Abschüsse mit MPs direkt nach dem Sprinten. Genauso wie ich euch das schon in Warzone gezeigt habe. Ihr sprintet dann einfach und dann aus dem Sprint schießt dann die Gegner ab. Das geht hier im Multiplayer besonders gut und schnell. Dann geht ihr hier oben auf Scharfschützengewehre, da findet ihr die Schweizer K31. Hier auch dasselbe Spielchen in 15 verschiedenen Spielen. Hier müssen wir auch die zwei Headshots machen. Damit ihr das Ganze freischalten könnt, müsst ihr irgendeinen dieser Modis hier anmelden. Ihr könnt euren Lieblingsmodus oder eure Lieblingskarte dafür spielen, das ist ganz beliebig. So, jetzt kommen wir zu Zombies. Dort können wir die Waffen auch freischalten. Geht hier oben auch wieder auf Waffen. Klasseneditor, wählt eine Klasse aus. MPs. Und hier unten ist die PPSH. Töte mit MPs 50 Spezial- oder Elitefeinde, während sie von deinem Giftpflanzen umwoben sind. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch gleich in-game. Dann haben wir hier oben noch unter Scharfschützengewehren die Schweizer K31. Töte mit Scharfschützengewehren 100 mal rasch 5 Feinde oder mehr mit kritischen Abschüssen. Die Aufgabe ist recht einfach, damit ist gemeint, dass wir 5 schnelle Kills hintereinander machen, beziehungsweise halt rasch. Und die kritischen Abschüsse sind Headshots, also 5 schnelle Headshots müssen wir machen. Und das 100 Mal, also insgesamt 500 Headshots-Kills, die recht zügig sind. Ich zeige euch das gleich auch nochmal in-game. So, damit wir die Aufgabe hier machen können, müssen wir die Giftpistole mitnehmen. Die findet ihr hier unter den Klasseneditor auch. Geht ihr zurück, beziehungsweise auf eure eigenen Klassen, bearbeitet die, nehmt eine MP mit. Und dann hier unten auf Feldausrüstung, dann nehmt ihr hier oben Giftpflanzen mit. Das brauchen wir, damit wir die Elite-Gegner oder die Spezialgegner damit so gesehen stunnen können, dass die verwurzelt sind. Ich zeige euch das jetzt in-game, damit das Ganze angerechnet wird. Ihr könnt dafür auch jeden Modus spielen. Ich spiele am liebsten das alleine. Dann gehe ich auf Einzel, Ausbruch Einzel und dort ist man dann für sich alleine und hat die ganzen Zombies. Und auf Ausbruch sind eh relativ viele Zombies, was auch Elite- und Spezialzombies angeht. So, jetzt sind wir in-game. Wenn ihr dann die Map öffnet, könnt ihr auf der Karte verschiedene Aufgaben sehen bzw. Missionen. Hier die Orangenen zum Beispiel, wenn wir dort immer hinlaufen und dementsprechend was aktivieren. Spawn, Elite oder Spezialgegner, die wir abschießen können. Oder wir machen einfach hier die Hauptquest. Die wird uns auch immer groß angezeigt.
Da kommen viele verschiedene Schritte und dort spawnen auch immer wieder solche Gegner. Man kann entweder beides machen oder nur das eine. Unten rechts könnt ihr jetzt meine Spezialfähigkeit sehen, die Giftpflanzenpistole. Bevor wir die verwenden können, müssen wir die erstmal aufladen und die können wir aufladen, indem wir Zombies abschießen. Dadurch geht der Fortschritt hoch und dann können wir die hinterher, wenn die aufgeladen ist, aktivieren. Und sobald Jan aktiv ist, können wir zu so einem Ereignis hinrennen, wo Bosse oder Elite-Zombies spawnen und dann dementsprechend das Ganze dort anwenden. Ich zeige euch das gleich mal. So, hier habe ich jetzt einen Elite-Zombie vor mir. Der stand hier einfach so herum, das gibt es auch. Also ihr müsst nicht unbedingt eine Mission machen, aber die muss man dann erstmal suchen bzw. finden auf der Karte. Bevor ihr das Ganze jetzt aktiviert, schießt den erstmal runter, weil die Fähigkeit ist nicht lang aktiv. Und das heißt ja, solange der verwurzelt ist, müssen wir den töten. Deswegen schießt den erstmal low, damit das Ganze dann schnell geht und problemlos. Jetzt ist er ziemlich low, jetzt wende ich das Ganze mal an. Jetzt ist der verwurzelt und dann töten wir ihn. Jetzt hätten wir 1 von 50, jetzt müssen wir es noch 49 weitere Mal machen. Also ist eine Mission, die auf jeden Fall ein bisschen länger dauert. Jetzt aktiviere ich mal hier noch so ein Ereignis, wo dann auch so Zombies spawnen. Jetzt haben wir hier sogar 4 Stück, die wir benutzen können. Hier auch nochmal jetzt. Ihr könnt das Ganze jetzt sehen, ich habe 2 von 50. Ich habe ja 2 dieser Elite-Zombies umgehauen damit. Was auf jeden Fall Fakt ist, es ist einfach, aber es ist sehr zeitintensiv. Jetzt habe ich hier die Sniper nochmal für euch. Hiermit müssen wir die 5 schnellen Headshots machen. Versucht dann einfach 5 Headshots zu machen. Die müssen schnell hintereinander sein. Kitet die Zombies am besten und dann geht das Ganze recht einfach. Kritische Abschüsse könnt ihr hier oben sehen. Das sind die Headshots. Ich habe gerade schon ein paar Kills gemacht. Auf jeden Fall daran könnt ihr euch dann orientieren. Und was ich da gerade gemacht habe, das waren auf jeden Fall rasche 5 Kills. Und somit sollte das Ganze dann zählen. Ja, hat funktioniert. Hier habe ich jetzt auch 1 von 100. Und ihr könnt natürlich von diesen Headshots in einer Runde wesentlich mehr machen. Also ich sag mal, könnt ihr Runden ja ziemlich lang auch spielen, dass ihr dann in einer Runde 50 von 100 schafft oder so als Beispiel jetzt. Also da geht auf jeden Fall einiges. Ist aber auch ein bisschen zeitintensiv. Ja, das wär's dann auch erstmal zu dem Guide, wie man die Waffen jetzt im Nachhinein freischalten kann. In Warzone, Cold War Multiplayer oder in Zombies. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwas unklar war, schreibt mir es gerne in die Kommentare rein. Und wenn euch das Ganze hier gefallen hat und ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein.